Okay, der kommt hier nicht mehr weg. Der ist hier gefangen. Okay, da fliegt man ganz kurz in die andere Dimension. Die eine Dimension, wo ich lustig bin. Ah, da gab es ja auch einen Joke von Stephen Hawking. Rest in peace, Stephen Hawking, by the way. Ich weiß zwar gar nichts über ihn, außer dass er ein verdammt schlauer Kerl war. Schon wieder? Nein. Nochmal. Ah, hier rauf. Whoop. Whoopsie du, hier kommst du. Ein Witz von Stephen Hawking. Ich komme danach wieder zum Thema Schule. Stephen Hawking ist einfach bei irgendeinem Interview hat da was in, das Interview gemacht, hat so gefragt, ja, wenn es unendlich viele Dimensionen geben kann oder Paralleluniversen, gibt es dann eine Dimension, in der ich schlauer bin, als sie es sind? Und Stephen Hawking als der Badass, was er einfach ist, antwortet mit, ja. Und auch eins, wo du lustig bist. Ach, Stephen Hawking. Ah, der gute alte Stevie. Stevie Hawkings. Wer kennt ihn nicht? Stevie Hawking. Okay, ich habe mich anscheinend geirrt an einem Planeten. Weil das war jetzt ja wohl jeder Ort, wo man wirklich irgendwie hin kann hier, oder? Na gut, dann fliege ich mal zurück. Ich habe mich da wirklich geirrt. Ich hatte im Hinterkopf die ganze Zeit gedacht, doch, das ist dieser Planet. Wo ist das dann? Was früher, was später? Hier war es nicht. Hier war ich... Nein. Nein. Und nein. Hä, wo war das? Hä? Pukitaru? Orkson? Was, Orkson? Ja, es kann sein, dass es Orkson war. Ich flieg mal Orkson. Orkson. Ich flieg mal Orkson. Jetzt. Ich bin der Governor. Ah, da war eine halbe Mango noch drin. Egal. Das schmeckt irgendwie so eine griechische Soße. So eine Joghurtsoße. Eine griechische. Egal. Ah. Nicht essen, nicht trinken, nicht austreten, finde ich total unmenschlich. Ja, da ist es. Hättest du auch gleich checken können. Ich weiß, ich bin voll Idiot. Mobbt mich nicht zu viel. Hopp. Nein, ich möchte hier. Okay. Wupp. Ja. Wieso kriege ich Haare im Mund, wenn ich das esse? Bäh. Pff, trinke. Whatever. Bäh. Okay, hier können wir jetzt rauf. Zack, und da ist der Raum, in dem wir uns jetzt das Leben holen. Ja, random Sauerstoffraum. Zack, holen wir uns noch ein wenig Geld für 30.000 Bolts. So, schauen wir mal, wie viel Leben wir jetzt haben. Warte, zack. Fucking männlich. Super Nanotech. Jetzt können wir uns da nichts mehr holen, so viel ich weiß. Nope. Wir haben jetzt 8 Leben. Ja, das ist schon so viel besser, als die 4 da oben zu sehen. Ich glaube, das haben wir dringend gebraucht bei dem Skill, den ich habe. Also gar keinen. Ja. Wieso? Sind das Haare? Sind das Mango-Partikel? Was sind das? Ja. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas hier ist... Ach, egal. Wir gehen jetzt hier weiter zur Gadgetron-Fabrik, holen uns den Roboterzeugs, gehen durch das Roboterzeugs und dann dürften wir eigentlich auf den Endplaneten kommen, den ich nicht spoiler. Ja, meine Güte, es kommt alles wieder hoch, was ich gerade runterschluck. Schau mal, es sieht so wenig aus wie die Erde, das sieht aus wie irgendwie ein Roboter-Ding. Roboter-Amerika. Robotica. Zack, zack. Gut, jetzt sind nicht mal die Wichser da. Jetzt sind zumindest die Lieben hier. Hi und ciao. Wow, leck. Zack, wow. Okay, vielleicht nehmen wir diesmal diesen Weg hier.
Das sieht etwas angenehmer aus. Vielleicht ist das ja auch sofort der richtige Weg. Das wäre logisch angenehm. Nein, ist es nicht. Wenn es Hoverboard ist, dann nicht. Nö. Okay, zack. Oh, nee. Was bist du denn für ein Robotersohn? Oh, war das knapp. Danke, Gadgetron, dass du uns die ganzen Sachen hier perfekt dargelegt hast, damit wir hier racen können. Also grinden, nicht racen. Jetzt habe ich an Hoverboards gedacht. Hopp. Du. Headbang. Hopp. 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 Ich habe gedacht, ich muss das schlagen. Habe ich mich geirrt? Mir kam sofort. Jetzt hat ich's. Wechsel! Jetzt hat ich's getroffen. Okay, okay. Ich bin kurz konzentriert. Ja, man muss es treffen. Ich hab's nicht getroffen, weil ich im Vollhonk bin. Hui, hui, hui. Oh, lol, es hat noch. Okay. Ich meine, logisch hat es noch geklappt. Au. Wir müssen, glaube ich, nochmal diese Runde. Diese Runde hier. Oh, ich hab gedacht, ich wäre tot. Ich war mir sicher, dass ich jetzt tot bin. Und wer. Bin ich einfach so geradeaus rüber glitscht. Wow. Das ist viel zu gemein gerade für mich. Ich habe gedacht, da würde ich zurückgehen bei diesem Weg hier. Bleiben wir mal hier, weil wir da sowieso nicht durch können. Au. Sowieso nicht durch können. Hui! Wie habe ich Damage bekommen? Wie gemein! Hä? Was geht hier ab? Ich kann mich hier nicht wehren. What? Das ist unfair. Na gut, nochmal, nochmal. Diesmal schaffen wir es. Wir gleiten sogar hier über die Grindschienen. Wir gleiten durch die grinden Schienen. Mhm. Wop. Aua. Zack. Weitere Probleme im Schulsystem folgen zugleich. Puh. Was? Ich habe gedacht, ich hätte den voll ausgetrickst und voll ausgejinxt und voll cool und so. Und ich dachte, ich wäre jetzt voll hip und sowas. Aber ich habe mich anscheinend geirrt. Obwohl ich dachte, dass es nicht möglich sein kann. Hopp. Yes. Warum schaffe ich das nicht? Okay. Arschloch. Okay. Okay. Ich glaube, bei Grinden ist immer dieselbe Musik. Zumindest ist diese Musik sehr häufig. Fuck, ich habe schon die Hälfte verloren. Und ich bin nicht mehr auf der Hälfte. Och du meine Güte, was ist das denn für ein Grind-Zeugs? Das haben sie schon extra besonders schwer gemacht, oder? Au. Das ist ja schrecklich schwer. Okay, jetzt können wir hier weiter. Hui! Diesmal kein Damage bekommen. Gut. Zack. Hopp. Hopp. Hopp, das habe ich mir auswendig gemerkt. Jetzt weiß ich aber nicht, was auf mich zu. Kommt! Alter, beruhigt euch doch alle! Und woher kommt ihr überhaupt? Ihr könnt doch nicht einfach da spawnen, oder? Okay, 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 okay. Hopp! Ich kann da jetzt durch. Davor konnte ich da nicht durch. Jetzt kann ich da durch. Perfekt. Ich bin gerade so konzentriert. Nimm's zurück, mit dem ich bin konzentriert. Bitte nichts mehr. Ah, da war ein Nein! Ich hab den nicht ges. Nein! Ah! So much Nope! Oh, ist das uncool! Oh, das ist total unangebracht von euch. Oh, seid ihr Arschlöcher! Au! Au! Alter, uncool! Was war das denn? Au! Okay, okay. Ich bin mal konzentriert. Zack. Zack.
Vorne ist eine Mine. Kaputter. Zack, zack. Zack, zack, zack. Schlagen, rüber. Nice. Sofort hier abbiegen. Diesen Weg nehmen. Da vorne ist bum bum. Fuck. Okay, okay, ich habe nur noch 4 Leben. 4 Leben reichen. 4 Leben reichen. Ich schaff das. Gut, gut, dass ich das erwischt habe. Ich weiß nie, wo die sind. Fuck. Ich weiß nie, wo die Dinger sind. Weil man die nie richtig sehen kann. Das probieren gleich. Das probieren wir gleich nochmal. Ich glaube, das ist besser. Wie mache ich damit dieselben Fehler? Alter, nein! Nein! Sag ich, oder ich mache einen neuen Fehler. Nein! Okay, okay. Mehr Konzentration. Mehr Konzentration. Concentration Overload. Okay, los, los. Ich spring mal lieber. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Zack. Der bleibt jetzt auch oben. Zack. Und ist down. Da geht's jetzt rauf. Ich weiß wieder nicht. Da. Genau da war der. Fuck. Okay, ich bin auf demselben Punkt. Was? Booste mich doch nicht einfach in den fucking Tod, Arschloch. Gut. Okay. Kann ich irgendwie dem ausweichen? Denn 3 Bomben und 2 Bomben mache ich keine Ahnung. Wie ausweichen? Hopp. Okay. Ich versuche hier nicht Ausreden auszudenken. Der Lag ist wirklich schrecklich. Der hat mich davor reingeboostet und jetzt verlangsamt er mich, wo ich zuhauen will. Ja, die spawnen einfach darin. Hopp. Okay, ich bin gerade erst durchgebackt. Ist besser als zu sterben. Wir können jetzt hier rüber. Wir müssen nicht den Scheißweg nochmal machen. So. Naja, ich kann ja dabei, während ich es nicht schaffe, weiter erzählen über die Schule. Noch eine Sache, die mich stört zum Beispiel, ist, die Aussage gefällt mir nicht. Also ich glaube generell nicht, dass die Schule uns für das sogenannte echte Leben vorbereitet. Das, was die Schule also als echtes Leben versteht, die Professoren, die Lehrer, die immer sagen, ja, im echten Leben ist da ganz anders und so irgendein Bullshit. Ich meine, wir leben jetzt schon. Egal, ob wir Schüler sind, egal, ob wir Erwachsene sind, wir leben jetzt gerade. Sonst könntet ihr nicht dieses Video anschauen. Also ist die Aussage schon mal total unnötig und dumm. Zusammengefasst dumm. Und dazu noch, bereitet uns die Schule auf einen Scheiß vor. Obwohl, das will ich nicht mal behaupten, das will ich nicht behaupten. Ich will nicht behaupten, dass uns die Schule nicht für das Leben, Arbeitsleben vorbereitet. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es uns für das Arbeitsleben im 18. Jahrhundert vorbereitet. Also, zumindest bereitet es uns für eins aus, zumindest. Also, das ist positiv gesehen. Es ist ein Arbeitsleben, zwar vor 200 Jahren, aber egal. Die Schüler müssen immer noch genau dasselbe tun wie in das Schulsystem vor 200 Jahren. Man ist still, man sitzt im Unterricht still, macht das, was der Professor oder Lehrer sagt. Man darf sich nicht wehren, sonst wird man bestraft. Und man bleibt ruhig, man hört auf das, was er sagt und wird dafür belohnt. So ziemlich so hat das früher am Fließband gearbeitet. Früher wurden Schüler so belehrt, damit sie dann gute Arbeiter... Den kann ich gar nicht erwischen, glaube ich. Damit sie danach gute Arbeiter sind, die sich nicht wehren. Au. Die sich nicht wehren, die nichts sagen, die nicht hinterfragen, ob sie jetzt für etwas Gutes arbeiten, für jemanden Gutes arbeiten, für etwas arbeiten, wofür sie stehen wollen. Das ist nicht dein Ernst!
Das war nicht da. Was? Was? Egal. Alter, es ist schrecklich. Ich hole mir den scheiß Goldbolt und wenn es das letzte ist, was ich mache. Okay. Es ist schrecklich. Alter, ist das uncool. So wie das Schulsystem. Man soll ruhig sein, man soll zuhören, was sie sagen. Ich weiß, die meisten... Also, ich weiß aus Erfahrung, dass die meisten für das System sind, das wir gerade haben. Aber ich bin mir sehr sicher auch, dass es nur daran liegt, dass wir kein anderes System kennen. Weil wir nur so erzogen werden. Unsere Eltern wurden so erzogen. Unsere Großeltern wurden so erzogen. Es ist alles dasselbe. Immer dieselbe Scheiße. Okay, man kann sich niederhauen, die Dreier. Gut zu wissen. Es ist noch sehr gefährlich. Na gut. Aua, ist viel zu früh. Zack. Hopp. Ich glaube auch, dass die meisten einfach nur dafür sind, damit sie nicht Leute gegen sich haben. Das ist, glaube ich, generell heute bei vielen Fällen so. Ob man es will oder nicht. Ich war immer einer, der sehr strict war zu meinen Professoren und Lehrern. Ich habe immer geschaut, dass die halt... Ich klinge wie ein scheiß Watchman. Egal. Ich meine damit... Fick dich. Ich meine damit... Fuck, jetzt wird's schneller. Ah. Dass wenn jemand etwas Unfaires gemacht hat, ich meistens geschaut habe, dass... Oh. Alter. Au. Okay, ab hier weiß ich nicht mehr. Fuck, ab hier ist es neu.